Historiker, die sich mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg beschäftigen, denken oft daran, warum dieser Krieg wohl passiert ist. Aber das ist eine sehr einengende Perspektive. Die Zeit vor 1914 war viel mehr als der Vorabend des Krieges. Es war eine Epoche der rasenden Veränderung. Mensch und Maschine verschmolzen zu einem neuen Wesen aus Stahl und Muskeln, das in eine unbekannte Zukunft raste. Auch das Leben beschleunigte sich immer weiter. Uhren waren Massenware. Fabriken führten die Stechuhr und das Fließband ein. Effizienz beherrschte den Alltag der Städter, die immer mehr dem eigenen Leben nachhetzten. Doch Geschwindigkeit bestimmte auch erstmals die Freizeit, ebenfalls ein neues Phänomen. Immer mehr Menschen entdeckten den Rausch der Geschwindigkeit für sich selbst, waren verliebt in Zehntelsekunden und immer neue Rekorde, sei es als Aktive oder als Zuschauer. Das ist der taumelnde Kontinent. Der Abstand zwischen 1900 und 2013 ist sehr gering angesichts der langen Zeitspanne. Es ist das Jahrhundert der Frauen. Der Anfang dieses Jahrhunderts war so vielversprechend. Am Anfang des 20. Jahrhunderts ging es um Geschwindigkeit. Segelrennen waren große Mode. Aber was eigentlich wichtig war, waren schnelle Motoren. Ich glaube, dass einer der gewaltigsten Brüche in der Kulturgeschichte die Erfindung des Motors war. Das hat die Welt grundlegender verändert als eine Marie Curie in ihrem Labor. Plötzlich gibt es Bewegung. Die Leute begegnen einander. Und man entdeckt neue Horizonte, neue Menschen, eine neue Lebensweise. Kein europäisches Land stand stärker im Bann der Geschwindigkeit als Deutschland. Der Kaiser ließ es sich nicht nehmen, den Siegespokal persönlich zu überreichen. Das hat mit dem Testosteron zu tun. Das funktionierte schon bei den Gladiatoren und das setzt sich fort, nimmt verschiedene Formen an. Das wirkt auf den Schlachtfeldern und dann mit dem Motor gibt es neue Herausforderungen. Durch den Motor kann man sich von einer Reihe von Zwängen befreien, die Schwerkraft überwinden. Man erfindet das Flugzeug. Nach Land und Wasser eroberte die Menschheit auch die Luft. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurden aus fliegenden Seifenkisten komplexe Flugmaschinen. Otto Lilienthal in Deutschland und die Gebrüder Wright waren nur zwei von vielen Erfindern, die versucht haben, die Schwerkraft zu überwinden. Nur 60 Jahre später landeten Menschen auf dem Mond. In Frankreich, wo Fliegen der letzte Schrei war, wollte Louis Blériot als erster Pilot den Ärmelkanal überqueren. Louis Blériot war ein ehemals wohlhabender Produzent von Autoteilen, der sich mit seinen Flugexperimenten an den Rand des Ruins gebracht hatte. Als er in einem dieser Typ 11 Flugzeuge abhob, um den Ärmelkanal zu überqueren, wusste er, dass alles auf dem Spiel stand. Das Problem war, dass die anderen 10 Typen absolute Flops gewesen waren.
schafft er es diesmal nicht, um auf der anderen Seite das gigantische Preisgeld zu kassieren, wäre es mit seinem Traum vom Fliegen endgültig zu Ende. Über Land hatte Bleriot schon weitere Strecken zurückgelegt, aber noch nie über die offene See. Das war eher ein psychologisches als ein physikalisches Problem. Bleriot war nicht der Einzige, der an diesem Tag versuchte, den Ärmelkanal zu überqueren. Um seinen Konkurrenten zuvorzukommen, startete er mit seiner Maschine schon um 4:30 morgens. Ich bin allein. Ungefähr für 10 Minuten verliere ich meine Orientierung. Es ist eine seltsame Situation, ohne Kompass in den Lüften über dem Kanal. Meine Hände und Füße liegen leicht auf den Hebeln. Ich lasse das Flugzeug seinen eigenen Weg suchen. Und dann, 20 Minuten nachdem ich die französische Küste verlassen habe, sehe ich die Klippen von Dover. Um 5.13 Uhr landete Bleriot auf einem Golfplatz bei Dover Castle. Die Kanalüberquerung war die Sensation des Tages. Bleriot war um 1000 Pfund reicher und London bereitete ihm einen triumphalen Empfang. Schlagzeilen auf beiden Seiten des Kanals verkündeten: England ist keine Insel mehr. Das erfüllte nicht alle mit Freude. Die latente Angst vor einer Invasion wurde größer. Gegenmaßnahmen waren erforderlich. Admiral John Fisher kämpfte darum, die Royal Navy aufzurüsten. Endlich wurden seine Pläne umgesetzt. Ein revolutionärer neuer Typ von Schlachtschiff wurde entwickelt, die Dreadnought. Seine Majestät König Edward in der Uniform eines Flottenadmirals taufte das Schiff. Der 18.000 Tonnen schwere und 161 Meter lange Koloss war der Beginn einer neuen Ära des Wettrüstens. Dabei hatte alles so harmlos begonnen, als ein deutscher Junge seine Großmutter Queen Victoria besuchte. Kaiser Wilhelm machte keinen Hehl daraus, dass seine Motivation zum Flottenbau eine sehr persönliche war. Portsmouth und Plymouth durfte ich als kleiner Junge besuchen und die herrlichen Schiffe bewundern. Zu diesem Zeitpunkt erwachte in mir der Wunsch, selbst eines Tages Schiffe wie diese zu bauen und, wenn ich groß werde, eine Marine wie die englische zu besitzen. In späteren Jahren wurde er zum begeisterten Segler. Das Deutsche Kaiserreich war erst 1871 gegründet worden und längst nicht so selbstbewusst wie das große British Empire. Vielleicht auch deswegen war Kaiser Wilhelm II. So verzweifelt bemüht, seinen Onkel, Edward VII., zu beeindrucken. Wilhelm versuchte immer wieder mit seinem Schiff, das Schiff seines Onkels, zu schlagen. Und der Hauptschauplatz dieser Schlacht ums Eindruckschinden war die Cowes Week, die große Regatta. Aber Jahr um Jahr war es Edwards Segeljacht, die zuerst durch die Ziellinie fuhr. Zum Schluss behauptete Wilhelm einfach, die Regeln seien unfair und gründete seine eigene Regatta, die Kieler Woche. Aber die Logik des Einanderübertrumpfens ging weiter und beide Länder bauten immer und immer größere Schlachtschiffe und Panzerkreuzer, um einander auf diese Weise auszustechen. Niemals zuvor wurden so unglaubliche Summen in die Rüstung investiert. Die Militärausgaben verschlangen schon bald ein Drittel der nationalen Budgets in Frankreich und Russland, etwas weniger in Großbritannien und fast ein Viertel in Deutschland. Die Schlote von Krupp und Thyssen rauchten. The Germans built their own dreadnoughts.
Die Deutschen bauten ihre eigenen Dreadnoughts. Schiffe, die technisch nur ein oder zwei Jahre hinterherhinkten, aber sehr stabil waren. Ihre Reichweite war geringer. Die Briten wollten Schiffe, die sie an entfernte Orte in ihrem Weltreich entsenden konnten. Dafür brauchte es Reichweite. Für britische Beobachter waren die deutschen Schiffe nur auf einen Zweck ausgerichtet: Konflikte zwischen zwei großen Kriegsflotten in der Nordsee. Der Kaiser war von dem brennenden Wunsch beseelt, die globale Vorherrschaft Englands zu brechen. Seine Pläne kamen der expandierenden Schwerindustrie Deutschlands sehr entgegen. Es beginnt mit Spielzeugbooten und endet mit Kriegsschiffen. Es ist wie ein Kinderspiel, das total außer Kontrolle gerät. Eine Welle der nationalen Begeisterung für die eigene Stärke erfasste das Deutsche Reich und sogar Weihnachten stand ganz im Zeichen künftiger Siege. Russland, Österreich, Italien, Japan, Deutschland und Großbritannien bauten innerhalb weniger Jahre über 100 Schlachtschiffe, die immer stärker und schneller wurden. Das Wettrüsten war ein Spiel, das Männer spielten. Die Arbeit in der Industrie aber wurde zunehmend von Frauen gemacht, die sogar die schweren Schiffsketten schmiedeten. Lohn- und Leistungsdruck stiegen immer weiter an. Die Industrie brauchte billige Arbeitskräfte, Frauen. Frauen leisteten dieselbe Arbeit wie Männer, bekamen dafür aber nur wenig mehr bezahlt als die Kinder, die oft schon selbst mit 10 Jahren in die Fabrik mussten. Suffrage, das Wahlrecht, war eine zentrale Forderung der Frauenbewegung, die sich in Englands industriellem Norden zu organisieren begann. In der Kettenschmiede von Cradley Heath legten protestierende Frauen ihre Arbeit nieder. Unter Führung von Mary MacArthur forderten die Frauen einen Mindestlohn. Heute ist Cradley Heath ein Freilichtmuseum, wo Darsteller die Geschichte aus Sicht der damaligen Arbeiter erzählen. Meine Frau streikt heute. Absolut unglaublich, dass es so weit gekommen ist. Das ist das erste Mal, soweit ich weiß, dass hier in der Gegend jemand streikt. Ich muss die Kinder durchfüttern, es kommt kein Geld herein. Wir haben Mary MacArthur, sie wird uns helfen. Unsere Frauen machen die Ketten, die machen guten Gewinn und wir bekommen einen Hungerlohn für das, was unsere Frauen gemacht haben. Hör zu, das kann große Folgen für alle hier haben. Ich meine, es können auch Aufstände kommen. Was weiß man? Hyde Park Corner in London ist ein legendärer Ort für freie Meinungsäußerung. Und am 21. Juni 1908 kamen hier Menschen zusammen, um dagegen zu demonstrieren, dass die Hälfte aller Briten nicht das Wahlrecht hatten. Diese Hälfte waren die Frauen. Und Organisationen aus ganz England hatten dazu aufgerufen, hier demonstrieren zu kommen und brachten die Leute in 7 riesigen Prozessionen hierher. Männer und Frauen gemeinsam forderten das Wahlrecht für Frauen und forderten das Parlament auf, das Gesetz zu ändern. 500.000 Menschen kamen zur Demonstration in Hyde Park, die größte bis dahin dokumentierte Menschenmenge der Geschichte. Die Frauenbewegung hatte bewiesen, dass sie eine Massenbewegung war. Und trotzdem blieb der Erfolg aus. Parlamentarier interessierten sich nicht für Frauenrechte.
Die Frauen aber hatten an Selbstbewusstsein gewonnen und nach 9 Wochen Streik bekamen die Kettenschmiedinnen von Cradley Heath den geforderten Mindestlohn. Fragen der sozialen Gerechtigkeit wurden zum Tagesthema. Der Graf von Dudley ist der 8. reichste Mensch der Welt. Weißt du, was der manchmal für seine Arbeit da macht? Er ist ein wirklich wohltätiger Gönner, der Kerl. Alle heiligen Zeiten lädt er zu einem Picknick. Der 8. reichste Mensch der Welt. Und was gibt er uns? Ein Butterbrot, Kuchen und Tee. Und das ist es. Und manchmal denkst du dir, das darf ja nicht wahr sein. Du schwitzt wie ein Schwein, dein Kollege stirbt mit 36 und wofür? Um jemand anderen reich zu machen? Obwohl Emmeline Pankhurst, die Anführerin der Suffragetten, versuchte, eine moderate Kampagne zu führen, radikalisierten sich die Aktivistinnen zusehends. Immer mehr von ihnen wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt und traten dort in den Hungerstreik. Sie wurden auf brutale Weise zwangsernährt. Die Suffragetten wurden grausam und brutal behandelt. Sie wurden zwangsernährt und eingesperrt, das ist bekannt. Andererseits waren viele Menschen, zum Beispiel Arbeiterinnen, Intellektuelle, Radikale, Aktivistinnen, Linke, Vertreter verschiedenster Gruppen, alle diese Menschen waren für ein Frauenwahlrecht, für Gleichberechtigung und dafür, dass Frauen alle Berufe offenstehen sollten. Denn der Kampf ums Wahlrecht war nur ein Aspekt. Auf dem Pferderennen in Epsom versuchte Emily Wilding Davison, sich dem Pferd des Königs in den Weg zu stellen und wurde dabei tödlich verletzt. Ihr Begräbnis wurde zur letzten Großveranstaltung der Frauenbewegung vor dem Krieg. Während die Suffragetten in England ihr Leben aufs Spiel setzten, war die öffentliche Position von Frauen in Frankreich eine ganz andere. Hier gab es Sarah Bernhardt, die ein großer Star war, sowohl im Theater als auch im Kino. Es gab Colette, deren Romane große Sensationen verursachten. Und im Studio von Auguste Rodin gab es eine junge Frau, die nicht nur seine Geliebte war, sondern auch selbst eine große Bildhauerin. Ihr Name war Camille Claudel. Claudel interessierte sich nicht für Politik, aber sie protestierte auf ihre Weise dagegen, von Männern dominiert zu werden. Ihren Liebhaber und ehemaligen Mentor Rodin beschuldigte sie, sie plagiiert zu haben. Und im Protest dagegen zerstörte sie ihre eigenen Werke. Ihr verzweifelter Protestakt war die letzte Station auf dem Weg in den Wahnsinn und sie beendete ihr Leben in einer psychiatrischen Klinik. In seinem Drama Elektra brachte Hugo von Hofmannsthal die Raserei einer Frau zum Schrecken des Publikums auf die Bühne. Was willst du? Rede, sprich, ergieße dich, dann geh und lass mich. Starke Frauen waren nicht das gesellschaftliche Ideal. Und Anfang des 20. Jahrhunderts, finde ich, gibt es viel stärker schon eine Auseinandersetzung mit der sich verselbstständigenden Frau. Und damit werden ihr triebhafte Kräfte zugesprochen. Was für ein Werk! Nun müssen du und ich hingehen und das Weib und ihren Mann erschlagen. Schwester, sprichst du von der Mutter? Von ihr und auch von ihm. Ganz ohne Zögern muss es geschehen. Also zumindest wurden natürlich Frauen, die unberechenbar wurden, die auch männliche Züge angenommen haben, um sich durchzusetzen oder um quasi die Kräfte zu bündeln, die werden nicht verehrt. Die überwältigende Wirkung von Hofmannsthal Elektra erreichte in der Oper von Richard Strauss eine neue Intensität. Thank you.
Viele Männer fühlten sich von diesen ekstatischen neuen Frauen bedroht. In seinem Buch Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes argumentierte der deutsche Mediziner Paul Julius Möbius, dass Frauen aufgrund ihrer durchschnittlich kleineren Hirne überhaupt nicht imstande waren, mehr zu tun, als sich um Küche und Kinder zu kümmern. Reaktionäre in ganz Europa applaudierten ihm, aber in der Geschichte kam er zu spät. In den heißen Monaten flohen viele wohlhabende Europäer aufs Land, in die Sommerfrische, wie hier in Österreich am Attersee. Da drüben auf der anderen Seite des Sees schrieb Gustav Mahler seine zweite und dritte Symphonie und in der Villa hinter uns verbrachte Gustav Klimt viele Sommer beim Malen. Mit ihm war seine Freundin Emilie Flöge, die hier Kleider entwarf. Kleider mit wunderbaren, weichen, fließenden Linien, die Frauen nicht mehr in Korsetts einschnürten, sondern ihnen ein ganz neues und freies Körpergefühl gaben. Emilie Flöge war nicht nur Modell und Lebensgefährtin von Gustav Klimt, sondern auch Modedesignerin. Ihre Reformkleider erlaubten es Frauen, das Korsett abzulegen und ihren Körper ganz neu zu entdecken. Sport und Mobilität gaben vielen Frauen ein völlig neues Lebensgefühl. Fahrräder erlaubten ihnen, die Enge des bürgerlichen Lebens buchstäblich hinter sich zu lassen. Der Schriftsteller Maurice Leblanc beschrieb in seinem Roman »Hier sind die Flügel« zwei Paare, die sich auf eine Radtour begeben. Angestachelt von Geschwindigkeit und Erregung nehmen sie zuerst ihre Kleider ab und stürzen sich dann in eine Orgie unter freiem Himmel. Moralisten waren entsetzt über die potenziellen Auswirkungen dieser anarchischen Fahrzeuge auf die öffentliche Moral. Insbesondere Frauen, die ohne Korsetts und in Reformkleidern in die Pedale traten, wurden als gefährdet und gefährlich angesehen. Ihre Bewegungen auf dem ledernen Sattel könnten sie über das Maß des Erträglichen hinaus erotisch stimulieren und unfruchtbar oder hysterisch machen, behaupteten sie. Alice Guy, die erste Regisseurin der Filmgeschichte, ironisierte das neue Rollenverständnis. Männer waren auf dem Weg, das schwache Geschlecht zu werden. Das neue Verständnis von Weiblichkeit und Sexualität wurde nicht nur öffentlich diskutiert, es schlüpfte mit den Paaren auch ins Bett. Während Frauen schon auf dem Weg zu einem neuen Selbstverständnis waren, mussten sich die Männer in den veränderten Verhältnissen erst noch zurechtfinden. Die Männerwelt war nicht vorbereitet auf diese sexuelle Revolution. Jetzt war es an den Männern nachzuziehen. In den neuen urbanen Gesellschaften der Millionenstädte war es nicht mehr wichtig, aus welchem Dorf man kam, welcher Konfession man angehörte oder wer der Landesherr war. Neue Stämme entstanden, neue Rituale. Dies war die Zeit der großen politischen Parteien, der großen Zeitungen, der Arbeitervereinigung und der Sportverbände. Borussia Dortmund, Bayern München, Manchester United wurden alle in dieser Zeit gegründet. Allein in Großbritannien gab es 12.000 Fußballclubs mit 300.000 Spielern und Millionen von zuschauenden Männern. Für sie war das Stadion ein Rückzugsort, in der die Welt noch nach festen Regeln funktionierte. In ihrem Buch zur Kritik der Weiblichkeit analysierte die österreichische Feministin Rosa Mayreder die Situation, in die die Männer geraten waren. Der Maschinenarbeiter ist bloß Vollstrecker eines Handgriffs, der meistens durch Weiber und Kinder genauso gut verrichtet werden kann. Die starke Faust, die in anderen sozialen Umständen für den einzelnen Mann unentbehrlich und das rechtmäßige Fundament seiner Herrschaft war, ist vollkommen überflüssig geworden.
So käme man zu dem paradoxen Schluss, dass durch die Zivilisation, die ja fast ausschließlich ein Werk der männlichen Intelligenz ist, der Mann selbst an der Zerstörung der Männlichkeit arbeitet. Das Büro, der Kontor, die Kanzlei, lauter Särge der Männlichkeit. Ihre monumentale Grabstätte aber ist die Großstadt selbst. Die Eliten ignorierten diese Veränderungen und gingen zur Jagd. Kaiser Franz Josef verbrachte mehrere Wochen pro Jahr auf seinem Jagdschloss im Salzkammergut. Rosa Mayreder in ihrer Analyse der Männlichkeit. Wie ein altes Götterbild, das noch immer verehrt wird, obwohl es längst aufgehört hat, Wunder zu wirken, regiert noch immer der Begriff der Männlichkeit in der modernen Kulturgesellschaft. König Edward VII. Liebte neben hübschen Schauspielerinnen auch Glücksspiel, Pferderennen und explosive Jagdgesellschaften. Allein Wilhelm II. Wurden 250.000 Abschüsse nachgesagt. Der Männlichkeitskult trieb mittelalterliche Blüten. Duelle wurden wieder modern. Echte Männer griffen zur Waffe, um ihre Ehre zu verteidigen. Eine regelrechte Epidemie von Duellen begann und nahm immer weiter zu. Sportler wurden zu öffentlichen Repräsentanten einer spektakulären Männlichkeit. 1903 wurde die erste Tour de France gefahren. Schon bald aber hatte die Geschwindigkeit durch Muskelkraft ausgedient. Spektakuläre Prototypen schufen Begehrlichkeiten. Der Siegeszug des Autos aber begann mit der Massenfertigung. »2013 ist die Zeit, wo für viele Menschen in Europa die manuelle Arbeit verschwindet. Menschen werden ersetzt durch Automation.« »1913 wurde ständig kalkuliert, was ist billiger, einen Arbeitsplatz einzusparen oder billige menschliche Arbeitskraft zu nutzen.« Diese Kalkulation hat üblicherweise dazu geführt, die Löhne zu drücken. Schlachthöfe in Chicago gaben Henry Ford die Idee, Fließbänder einzuführen, an denen jeder Arbeiter nur einen Handgriff verrichtete. Das Fließband und das 20. Jahrhundert sind so unzertrennlich wie das 20. Jahrhundert und das Auto. »1908 rollte das erste Model T vom Fließband. Es kostete $825. Die Massenproduktion senkte den Preis innerhalb von 8 Jahren auf $360. Der Kunde kann das Auto in jeder Farbe haben, solange es schwarz ist, soll Henry Ford gesagt haben. Zeit ist Geld und schwarze Farbe trocknete am schnellsten.« In unserer kapitalistischen Logik ist Zeit gleich Geld. Geschwindigkeit bietet die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Je schneller man ist, desto besser nützt man seine Zeit. Daher gibt es heute dieses maßlose Geschwindigkeitsstreben. Und man will immer noch schneller sein, als man kann. Europäer, die von den rückwärtsgewandten Konventionen ihrer eigenen Länder frustriert waren, zog es immer öfter nach Amerika. Der österreichische Stahlbaron Karl Wittgenstein, der Architekt Adolf Loos und der italienische Autohersteller Giovanni Agnelli machten diese Pilgerfahrt.
Inspiriert von dem, was er in den Vereinigten Staaten gesehen hatte, entwarf Agnelli eine Fabrik, die erst nach dem Ersten Weltkrieg fertiggestellt werden konnte. Lingotto in Turin. Das Besondere war, dass die Fertigungsstraßen von Stockwerk zu Stockwerk höher führten und das fertige Auto auf dem Dach ins Freie fuhr. Auf einer einen Kilometer langen Rennstrecke wurde jedes Auto getestet und fuhr schließlich über eine lange Rampe hinab. Innerhalb der Autoindustrie konnte man eine Raserei beobachten, die jener ähnelte, die sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts mit der Internetblase ereignete. Es existierte eine unglaubliche Begeisterung für die Automobilindustrie. Auch der italienische Futurismus war ein Kind der Geschwindigkeit. Filippo Marinetti schrieb das Futuristische Manifest. Erstens, Liebe zur Gefahr, Mut, Kühnheit und Auflehnung. Wir wollen den Mann besingen, der das Steuer hält. Wir wollen den Krieg verherrlichen. Die Schönheit der Geschwindigkeit. Wir wollen die Museen zerstören und gegen den Moralismus, den Feminismus und gegen die Feigheit kämpfen. Die Futuristen wollten das Land verjüngen, weswegen es eine enorme Welle der Kraft, eine massive Provokation gab. Sie wollten die akademischen Grundsätze und die Tradition untergraben, letztlich erneuern und in ästhetischer, künstlerischer, literarischer und auch in europäischer Hinsicht Vorbildfunktion erlangen. Ohne es zu beabsichtigen, wurden die Futuristen zu ideologischen Wegbereitern des Faschismus. Doch damals ging es um das Phänomen der Geschwindigkeit. Giacomo Balla ließ sich bei seinem Bild Mädchen auf dem Balkon von der Fotografie inspirieren. Wie in Einzelbildern eines Filmes sieht man die verschiedenen Momente, wo das Licht auf seine Tochter am Balkon fällt. Ein Autounfall war Marinettis Inspiration für den Futurismus. Für ihn war damit eine neue Zeit angebrochen. Er schrieb: Raum und Zeit sind gestern gestorben. Wir leben bereits im Absoluten, denn wir haben schon die ewige, allgegenwärtige Geschwindigkeit erschaffen. Zuerst argwöhnisch als gefährliche, pferdelose Kutschen beäugt, wurden Autos schon bald zum aufregendsten Symbol des neuen Jahrhunderts. Autos machten mobil, Autos waren sexy, Autos waren Träume auf vier Rädern. Vom einfachen Model T Ford bis hin zum legendären Rolls-Royce. Autos waren schwerer und leistungsfähiger geworden. Ein Rennen über mehrere Tage, im Laufe dessen es galt, die höchsten Alpenpässe zu bezwingen, sollte den Sieg über die Natur unter Beweis stellen. 100 Jahre später wurde exakt diese Fahrt wiederholt. Die Kehrseite dieses luxuriösen Lebens war das soziale Elend jener, die mit ihrer Arbeitskraft am Anfang der Produktionskette standen, wie hier in Paris. Städte wie Berlin und Wien wuchsen in wenigen Jahrzehnten zu Metropolen heran. Millionen von Menschen zog es in die Stadt. Dort war das Leben der arbeitenden Armen extrem hart. Sie hatten kaum Anteil am steigenden Wohlstand. Sie lebten in Slums am Stadtrand oder in Mietskasernen. Zu Dutzenden schliefen sie in einem Raum. Bettgeher teilten sich ein einziges Bett für Tag- und Nachtschicht. Armenküchen gaben einmal pro Tag Suppen aus.
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es sehr rasche Veränderungen. Die Menschen kamen in Bewegung. Massenhaft zogen Bauern, die sich von der Landwirtschaft kaum ernähren konnten, in die Stadt und wurden dort Teil der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Es war eine gewaltige Veränderung im Leben von Millionen von Menschen. Man konnte sehen, dass das neue Leben in den Städten ganze Länder verändern konnte. Auch politisch. Regierungen hatten Angst vor den Städten, denn dort entstanden Revolutionen. In Russland waren die Verhältnisse noch schwieriger. Vor allem für Frauen, die unter der urbanen Armut besonders zu leiden hatten. Viele von ihnen waren zur Prostitution gezwungen. Für unzählige Frauen war die Situation ausweglos, aber weder der Zar noch das Parlament interessierten sich dafür, sie als gleichberechtigt zu betrachten. Demokratie ist in Russland nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. Wenn die Menschen anfangen nachzudenken, dass man wieder mit neuer Kraft anfangen muss, für die Demokratie und die eigenen Rechte zu kämpfen, werden sie den Wunsch haben, die Machthaber auszuwechseln und auf die Straße zu gehen. Davor hat Putin Angst. Putin fürchtet die Menschen, die die anderen auf die Straße holen, die die anderen zum Nachdenken bringen. Nach dem Blutsonntag waren in ganz Russland Unruhen ausgebrochen und der Zar reagierte mit großer Härte. In Moskau folgten 200.000 Menschen dem Sarg eines ermordeten Arbeiters. Als sie von zarentreuen Truppen angegriffen wurden, flohen sie in die Fabriken. Aufständische Arbeiter verschanzten sich unter anderem hier in der Prochorow-Fabrik und wurden von der Armee mit schwerer Artillerie beschossen. Der junge Fabrikbesitzer Sergei Pavlovich Schmidt schlug sich sogar auf die Seite der Aufständischen und wurde prompt festgenommen. Nach tagelangen Verhören fand man ihn mit Stichen in Hals und Unterarmen in seiner Zelle. Die Polizei verbuchte seinen Tod als Selbstmord. In Russland gelang es dem Zaren noch einmal, die aufständischen Massen niederzuknüppeln und eine Revolution zu verhindern. Eine andere Revolution aber war bereits in vollem Gange. Frauen starteten durch. Drei Jahre nach Louis Blériot überquerte Harriet Quimby als erste Pilotin den Kanal. Immer wieder versuchten Aktivistinnen, Alternativen zu den Strukturen der Männerwelt zu formulieren. Auf einer Friedenskonferenz in Den Haag besprachen die Delegierten der Großmächte die Möglichkeit einer Rüstungsbeschränkung. An wirklichem Frieden aber war niemand interessiert. Die österreichische Schriftstellerin Bertha von Suttner nahm als Beobachterin an der Konferenz teil. Ihr leidenschaftlicher Einsatz für den Frieden rührte aus einem persönlichen Erlebnis her. Zur Zeit des russisch-türkischen Krieges hatte sie in Georgien gelebt und war erschüttert gewesen von dem Leid, das sie dort gesehen hatte. Ich finde, gerade dieses Sedekamisch-Angriff kann man mit Stalingrad vergleichen. Auch diese Sinnlosigkeit, in diesem Schnee, in dieser Kälte einfach zu verrecken. Unter dem Eindruck dieser Erfahrungen schrieb Suttner den Roman »Die Waffen nieder«. Ein leidenschaftliches Plädoyer für den Frieden, das zu einem Bestseller wurde. Dass die Bertha von Suttner diese Form von Krieg beobachtet hat und das auch rational gesehen hat und dass sie darüber geschrieben hat, ist so bemerkenswert und wichtig für die Zeit. 1905 erhielt sie für ihr Engagement den Friedensnobelpreis. Europas Männer aber waren an Toleranz und Frieden als Mittel der Politik nur wenig interessiert. In Wien regierte der Bürgermeister Karl Lueger, der seine ganze Karriere auf sozialem Hass aufgebaut hatte.
ist der bodenständige, volksverbundene, arbeitsame Wiener so viel blöder als die anderen, dass er es nicht schafft, hinaufzukommen? Nein! Oder? Ist er nur ehrlicher? Ja! Als wie wer? Der Jude! Antisemitismus ist ein nützliches Mittel, um Karriere zu machen, sagte er. Aber wenn man es einmal geschafft hat, muss man ihn sein lassen, denn es ist ein Pöbelsport. Dieser Pöbelsport wurde in Wien damals leidenschaftlich gespielt. Und der Bürgermeister hat ihn gesellschaftsfähig gemacht. Wem gehören denn die Fabriken, die unser eingesessenes Kleingewerbe vernichten? Wem? Den Juden. Mitbürger! Wenn das 20. Jahrhundert ist, dann pfeift man drauf! Einer der glühendsten Verehrer des Wiener Bürgermeisters war der junge Adolf Hitler. Er lebte damals in einem Obdachlosenheim in Wien und bewarb sich als Student an der Kunstakademie, die ihn aber ablehnte. 1910 starb Karl Lueger und bekam ein Staatsbegräbnis. Es sollte mehr als 100 Jahre dauern, bis der nach ihm benannte Karl-Lueger-Ring in Universitätsring umbenannt wurde. Während die männlichen Politiker den sozialen Hass schürten, erzog Eugenie Schwarzwald Kinder in ihrer Schule zu einer Weltsicht, die auf Toleranz und Offenheit basierte. Dr. Eugenie Schwarzwald wollte dieses Manko, das sie in ihrer Kindheit erlebt hat, von dem Schulwesen, das es damals gegeben hat, mit Strafe und Hauen und der Lehrer hat immer recht und du bist gar nichts, du passt nur auf zu passen und schauen, dass du durchkommst. Also das wollte sie auf jeden Fall nicht und das ist ihr gelungen. Das Dach des Gebäudes diente als Sportplatz. Adolf Loos gestaltete die Innenräume und unterrichtete Architektur, Arnold Schönberg Musik. Nur mit dem Lehrer für bildende Kunst, Oskar Kokoschka, gab es Probleme. Das Ministerium hat das aber nicht genehmigen wollen, weil er keine pädagogische Ausbildung hat, soll die Schwarzwald gesagt haben. Aber Herr Minister, das ist doch ein Genie. Worauf er gesagt hat, Genies sind im Lehrplan bei uns nicht inbegriffen. Die Unterrichtsziele der Schule waren Selbstbewusstsein und Toleranz. Das haben wir auch in der Schule gemacht. Es war ganz egal, welcher Religion du angehört hast. Das hat sich getrennt in der Religionsstunde. Und das war's. Dadurch ist dieser Umsturz im Jahr 1938 wie eine Bombe bei mir explodiert, weil ich keine Ahnung hatte. Als Hitler 1938 in Österreich einmarschierte, wurde die Schule geschlossen. Eugenie Schwarzwald musste fliehen. Menschen wie Eugenie Schwarzwald und andere Lebensreformer suchten nach Antworten, die zwischen gesellschaftlicher Konvention, Militarismus und Maschinen, Katholizismus und Kommunismus neue Wege finden konnten, die in ein besseres Morgen führen würden.